Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir sind hier in diesem komischen Keller bei den Viechern. Sie laufen auf jeden Fall auf zwei Beinen, das ist doch schon mal viel wert. Ich darf den Timer nicht vergessen. Ich schaue mir mal diesen wunderschönen Mond an, er ist so schön hell. Oh, ich wünschte, ich hätte dieses scheiß Öl gehabt, damit meine Schritte leiser sind. Das ist ja zum Fürchten. Feuerpfeile? Nein, eine Chirurgenschere. Klasse. Okay, eigentlich ist hier gerade eines dieser Dinger rumgerannt, richtig? Da ist eins. Ich glaube, das ist so ein bisschen von Herr der Ringe abgeguckt, so Gollum-mäßig. Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch hier nicht einfach diese Tür aufmachen. Da unten? Nein, anzünden kann ich es auch nicht. Vielleicht komme ich an dem Vieh vorbei, ohne dass es mich bemerkt. Puh, scheiße. Ohne Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Parts ohne Scheiß gesagt habe. Ihr hättet es vielleicht mal zählen sollen. Zählt das mal und schreibt es mal für mich unten in die Kommentare, wie oft ich ohne Scheiß gesagt habe in den letzten drei Parts. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hasse Zombies. Ich hasse Zombies wie die Pest. Und ich glaube, die Dinger sind noch mal ein Ding schlimmer. Weil sie sind schnell. Ah, es läuft weg. Es hat Angst vor Licht. Kann das sein? Dass es Angst hat vor Licht? Ist das nur eins? Ich glaube, das ist nur eins. Weil ich habe unten in den Katakomben, in der Bibliothek, habe ich nur eins von diesen Viechern gesehen. Dann, bei dem Aufzug ist auch nur eins hergelaufen. Und jetzt hier unten sehe ich auch immer nur eins. Ich glaube, das ist nur ein einziges. Und ich glaube, ich sollte eher Mitleid mit dem Vieh haben, anstatt... Oh Gott, ich habe eine ganz böse Vermutung. Ich habe eine richtig fiese Vermutung. Ich hoffe, es stimmt nicht. Ich hoffe wirklich, es stimmt nicht. Gefängnisregeln. Wieso Gefängnis? Das ist doch kein Gefängnis, oder? Patienten nicht nähern. Patienten nicht ansprechen. Alle Behauptungen, ein Patient sei gesund, missachten. Patienten werden zu ihrem eigenen Schutz fixiert. Ja, entscheidet euch. Ist es ein Gefängnis oder ist es ein... Wahrscheinlich wird es eher als Gefängnis gehandhabt. Reizentzug. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen der Welt ist Balsam für die Seele. Ich verstehe die unvermeidlichen Bedenken, aber ich sehe mich dazu gezwungen, Patientin 18 nach unten ins Gefängnisstockwerk zu verlegen. Mir ist bewusst, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, aber das Subjekt muss zur Sicherheit aller isoliert werden. Das Gefängnisstockwerk ist der einzige geeignete Ort. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass Patientin Nummer 18 Aaron ist. Und wie wir ja gerade erfahren haben, wollen die an diese Urkraft rankommen. Ich habe mir das schon fast gedacht, natürlich ist die Urkraft in ihr drin, das war überhaupt gar keine Frage. Und die wollen jetzt natürlich versuchen, die Urkraft aus ihr herauszubekommen. Frage ist nur, wie wollen sie das anstellen? Kleinen Moment, ich muss hier mal ganz kurz schnell speichern. Ich habe nämlich noch nicht einmal gespeichert hier. Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Ah, alle Zellen überprüfen? Bist du dir da sicher? Wie viele sind denn das? Ungefähr? Aggression. Ja, Aggression kann ja natürlich nur um eine gehen. Mir ist aufgefallen, dass Patient 11 aufgeregt und aggressiv reagiert, wenn Patientin 18 an seinem Zimmer vorbeigefahren wird. Seine Versuche, sie zu berühren, werden zwar sofort unterbunden, doch sein Bemühen ist derart gewalttätig, dass er heute einen der Fixierungshaken aus der Decke seiner Zelle ziehen konnte. Der Fall muss untersucht werden. Da hat wohl jemand auf die Urkraft reagiert.
Was mich nur jetzt beschäftigt ist, was ist diese Urkraft überhaupt? Okay, ich habe wirklich die Hoffnung, dass diese Viecher Angst vor Licht haben. Weil dann kommt es zumindest schon mal nicht hier hin. Nahrung? Nahrung ist sehr schön. Nahrung ist immer gut. Ich habe schon einige Kerker gesehen, aber sowas noch nie. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Oh, Hilfe. Hm. 20 Meter, in Ordnung. Oh fuck, es sind doch mehrere. Oh fuck. Okay, habe ich hier Öl? Ich habe da vorne Öl, sehr schön. Da ist ja noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Holy. Scheiße! Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist doch nicht mehr. Okay. Meine Vermutung hat sich gerade widerlegt und ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich würde mal sagen... Das laden wir nochmal. Das versuchen wir einfach nochmal. Begib dich ins untere Stockwerk der Heilanstalt. What the... Was? Ich hab doch hier... Richtig, ich bin doch... Ja. Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Puh. Okay, also ich muss doch... Das mit dem Öl hat doch nicht so viel Sinn, habe ich gemerkt. Ich muss einfach versuchen, ungesehen an diesen Dingern vorbeizukommen. Offensichtlich haben sie doch keine Angst vor Licht. Ganz im Gegenteil. Ey, nicht, nein. Mach das auf. Ey. Aggression? Ja, habe ich schon gelesen. Muss ich nur nochmal so... Ja, genau. In Ordnung. Ich habe schon einige Kerker gesehen, aber sowas noch nie. Also mir persönlich gefällt das ja jetzt auch nicht so wirklich. Da kommt er. Oh, das... Oh, 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 upsa. Also wenn ich hier eins nicht mag, sind es diese Geräusche. Aber wie soll ich denn an denen vorbeikommen, Mann? Das sind so viele. Und die sind überall. Kann ich irgendwo oberhalb her hier? Nein, kann ich nicht. Boah, ohne Scheiß, ey. Ich geh ein. Können die sehen? Na, artikulieren ist ein bisschen schwierig bei denen. Also, ich glaube kaum, dass ich mit denen so ein erfüllendes Gespräch führen könnte. Und um Gnade flehen ist, glaube ich, auch nicht so wirklich meins. Oh shit, der kommt hierher.
Geh weg, geh weg. Geh weg. Genau, lauf weiter im Kreis. Sehr brav. Cool. Das funktioniert. Hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, aber es funktioniert. Oh, ich muss hier rüber. Also ich muss sagen, mir persönlich reicht es, wenn ich die Dinger nur von hinten sehe. Oh, ich hoffe, der läuft nicht wieder hier hinten her. Doch, tut er. In Ordnung, soll mir recht sein. Geh zurück. Könntest du ein bisschen schneller gehen? Ich habe da so meine Bedenken. No! Oh Gott, das hat mich gesehen. Ich muss noch hier unten. Ich muss noch weiter runter. Oh, oh, oh. Nein. Okay, solange man diese Viecher einfach nur als etwas sieht, was einem in die Quere kommen kann, ist das doch ganz annehmbar. Diese Geräusche mag ich immer noch nicht und irgendwie... Der da hinten ist immer noch auf der Suche nach mir. In Ordnung. Nein, nicht spähen, nicht spähen. Geh weg. Da, so. Nimm dir die. Feuerpfeile, sehr schön. Ich muss da runter. Speichern. In Ordnung, der da vorne ist im Begriff, mich zu vergessen. Der hier könnte mich jetzt sehen. Toll. Oh. Genau. Umdrehen, weitergehen. Mücke! Auf, runter. Oh. Es sind doch unglaublich viele, die hier rumrennen. Finde ich gerade jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Alle Zellen durchsuchen. 15 Meter in die Richtung. Hä, wozu bin ich jetzt da oben lang gegangen? Okay. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da durchkommen? Vielleicht muss ich ja gar nicht da durch. Okay, Treppen scheinen die nicht zu laufen. Finde ich gut, allerdings. Hört doch mal auf mit euren Geräuschen hier. Ich habe Angst. Interessant, dass man hier tatsächlich noch so viel mitgehen lassen kann. Oh Mist, ich muss doch da oben her. Oder? Gibt es hier einen Gang? Gibt es hier eine Möglichkeit? Irgendwo, irgendwie? Nein. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Erstmal speichern. Hey, vielleicht wenn ich das Licht anmache, dann rennen sie alle weg. Hahaha. Ein Versuch wäre es wert, oder? Ein Versuch wäre es wert.
Muss ich nur aufpassen, warten, bis der da vorne seine Patrouille wieder zurückläuft. Uff. Ich muss sagen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist das gar nicht mehr so schlimm. Hallo. Okay. Hi. Und tschüss. Au. Es hätte ja klappen können, oder? Jetzt kann ich leider kein F9 mehr drücken. Okay, ich muss, glaube ich, versuchen, mich irgendwie an denen vorbeizuschleichen. Aber das Problem ist, sobald ich in die Nähe von denen komme, dann... Oh, diese dämliche... Sobald ich in die Nähe von denen komme, sehen die mich doch. Oder bemerken mich in irgendeiner Form. Kann ich es versuchen? Soll ich es versuchen? Nein, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Oder kann ich die irgendwie... Als umhauen ist Blödsinn. Das wird bei denen nicht möglich sein. Hm. Ich probiere es nochmal mit Treppe rauf. Kann ich hier irgendwo hoch? Hier kann ich Licht anmachen. Da unten muss ich irgendwie hin. Aber wie? Nein, nein. Du siehst mich nicht. Du läufst in diese Richtung. Warum läufst du hier hin? Geh zurück! Geh zurück! Braves Zombievieh. Hm. Ich habe vorhin Seilpfeile gesehen. Da hinten! Da ist ein Seil. Ohne Witz, da komme ich her. Hui. Einziges Problem ist daran, darüber zu kommen. Ich versuch's einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Ich glaube, der kommt gleich zurück, richtig? Ich muss das so ein bisschen abpassen. Okay, so klappt das nicht. Oh. Nein, du hast mich nicht gesehen. Alles ist gut. Komme ich denn daran? Gar nicht. Hm. Au! Wie komme ich an dieses dämliche Seil ran? Oder kann ich dann... Nein. Ah, da! Oh, ah, ich verstehe. Seilpfeil war Nummer 8. Bingo! Bringt mir nur nichts, weil ich auch da nicht rankomme. Ah, doch, von da. Von da aus. Sehr schön. Ah, super! Ja, hier oben war ich noch gar nicht. Kommt das hin? Das kommt hin. Komm schon, geh da hoch. Jawohl. Wundervoll.
Geh da hoch. Komm. Ja. Nein. Hui. Irgendwie klingen die ziemlich bedrohlich, wenn die mich entdeckt haben. Vorteil ist nur, sie kommen gar nicht mehr an mich ran. Haha. Würdest du bitte... Entschuldigung, ich muss hier hoch. Oder ist das... Nee, ernsthaft? Ein schönes Stück. Ist das nur um das... Okay. Wonderful. Das muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, wie ich hier jetzt weiterkomme. Würdest du bitte da... Ach, kann ich hier noch ein paar mehr Seilpfeile platzieren oder wie sieht das aus? Hm. Ich könnte die von hier oben einfach alle töten. Ich guck mal, ob das funktioniert. Einmal speichern. Gucken, ob ich den so einen Headshot verpassen kann. Oh, oh. Präzision geht flöten. Okay, das interessiert den Scheiß. Einziger Vorteil an der Sache, die kommen mir wahrscheinlich gar nicht hin. Heißt, ich kann hier runtergehen. Hier runtergehen, danke. Und run. Go for it, go. Entschuldige mal. Nee, oder? Das ist nicht euer Ernst. Okay, sag, dass sie mich nicht sehen. Warum kommen die hier nicht rein? Hm. Hm? Das bringt bei den Viechern, glaube ich, nichts. Aber ein Versuch ist es wert, glaube ich. Habe ich welche? Wieder. Bams. Ey, das tötet die Viecher. Sehr geil. Und... Ach ja. Was würde ich ohne ihn tun? Da ich da nicht selber drauf gekommen bin. Die sind voll Licht abgehauen. Natürlich. Bringt die Licht dann um. Hochsicherheitstrakt. Okay, aber bevor wir in den hineingehen, muss ich leider den Part auch schon wieder beenden. Mein Gott, in wie viele Parts sich das bei mir einfach teilt. Wie haben die anderen das geschafft, dass sie das in zwei Parts abgearbeitet haben, ey? Gut. Dann würde ich sagen, lasst ein Kommi und eine Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Bei uns ein Abonnier-Mich-Button und dabei dann auch gleich mal in die Videobeschreibung gucken, mal wie stiege links und so. Und ansonsten... sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir den Hochsicherheitstrakt abarbeiten. Was hoffentlich auch der letzte Part sein wird. Meine Güte, wir müssen auch hier irgendwann mal fertig werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.